Das Rennen von Monza ist eines der ältesten um den Formel-1-Titel. Vor den Toren von Mailand wurde in einem Park 1922 die Rennstrecke gebaut. Es ist die derzeit schnellste und eine der schwierigsten. Mit einem 5793 Meter langen Rundkurs und einer Geraden, auf der die Fahrer bis auf 360 km/h beschleunigen. Das Autodromo ist Teil der Motorsportgeschichte. In diesem Jahr feiert der Tempel der Geschwindigkeit seinen 90. Geburtstag. Skandale haben den Ruf so weit ruiniert, dass Monza seinen wichtigsten Wirtschaftsfaktor zu verlieren droht, den Formel 1 Grand Prix. Mit aller Kraft wird versucht, den mächtigen Formel 1-Boss Bernie Ecclestone doch noch von Monzas Zukunft zu überzeugen. Der jüngste Skandal begann am 6. Mai während der Superbike-Weltmeisterschaft. Als wegen des starken Regens das Rennen abgebrochen werden musste, wurden um die 50 Blasen im Asphalt entdeckt. Die schlechte Drainage wurde zur großen Gefahr für die Fahrer. Die Internationale Motorradföderation erkannte Monza die Renngenehmigung wegen der Mängel ab. Der Skandal wurde noch größer, als die Staatsanwaltschaft herausfand. Bereits seit Anfang 2010 wusste der Präsident der Gesellschaft, die die Rennstrecke verwaltet, die SIAS, von den Schäden im Asphalt. In unserem Interview sagt er: Der Skandal besteht darin, dass das Management sich entschieden hatte, die Mängel zu verschweigen. Inzwischen haben die Reparaturarbeiten begonnen. Die Kosten dafür dürften in die Hunderttausende gehen. Es gab auch offizielle Entschuldigungen und es rollten Köpfe. Das Direktorium der Betreibergesellschaft wurde umbesetzt. Der langjährige Präsident Guy Tamaki verlor seinen Posten. Das Management aber ist geblieben. Die Leute, die für das Vertuschen der Gefahren verantwortlich sind, machen weiter. Der neue Direktor sagt: Laut Zeitplan werden die Arbeiten 3 Wochen dauern, wenn das Wetter mitspielt. Nicht nur in der Parabolica, sondern auch an anderen Stellen, die die FIA bemängelt hat, wird ausgebessert. Wir ziehen die Leitplanke länger und setzen ein paar Wände ein, um den Fluchtweg in der ersten Kurve sicherer zu machen. Die Arbeiten begannen Ende Juli, knapp einen Monat vor dem Formel 1 Grand Prix. Die Verwaltung der Rennstrecke versicherte, alles werde fertig sein für das wichtigste Ereignis des Jahres. Aber der Blasenskandal hat das internationale Bild von Monza derartig beschädigt, dass nun in der Stadt die Sorge umgeht, dieser 83. Grand Prix von Italien könnte der letzte sein. Im Rathaus übt sich der neue Bürgermeister von Monza in Zweckoptimismus. Ich weise solche Spekulationen kategorisch zurück. Ich denke, dass der Formel 1 Grand Prix niemals verlagert wird, denn Monza ist ein integraler Bestandteil der Motorsportgeschichte. Monza abzuschaffen, käme einer Abschaffung des gesamten Rennsports gleich. Vor allem aber wäre der Verlust dieses einzigen Großereignisses eine wirtschaftliche Katastrophe für die kleine Stadt, in der alles von den wenigen Tagen Formel 1 abhängt. Mit Sicherheit ist die Formel 1 wichtig für Monza. Der Rennkurs ist wichtig, denn dafür ist die Stadt auf der ganzen Welt bekannt. Es gibt positive Effekte. Die Handelskammer von Monza rechnet mit mehreren Dutzend Millionen Euro, wenn man alle Zulieferer und Serviceleistungen zusammenrechnet. Monza, 122.000 Einwohner, ist eine dieser vielen italienischen Städte mit hübschen historischen Andenken. Hier sind es ein Königspalast aus dem 13. Jahrhundert und der gotische Dom. Aber leben kann die Stadt nur von den Rennen. Rund 70 Millionen Euro bringt das eine einzige Rennwochenende. Den Rest des Jahres bleiben die meisten Hotelbetten leer. Die Kellnerin bestätigt, viele Leute verdienen nur an diesem Ereignis, an nichts anderem. Die Frau auf der Straße bestätigt: Ich denke, der Grand Prix ist wirklich wichtig, er bringt Tourismus. Monza wird dadurch lebendig. Und auch die ältere Dame sagt ganz klar: Formel 1 in Monza ist wichtig, der Grand Prix muss hier bleiben. Monza ist eine Stadt, also ist es richtig, dass die Formel 1 hier bleibt.
Eines ist sicher. In diesem Jahr werden die Formel-1-Rennwagen am 9. September hier ihre Runden drehen. Was danach kommt, das wird man sehen.